Hallo und herzlich willkommen auf German Coast Line. Willkommen zu Tag 2 unserer Sommertour. Beginnt heute hier im Ferienzentrum Schloss Dankern. Hier hat ja vor einigen Jahren 3 oder sogar 4 schon, keine Ahnung, dieser ABC Rides Tube Coaster eröffnet. Und das ist das Objekt der Begierde heute. Park macht jetzt gleich auf. Eine Schlange schiebt schon vorne. Ich glaube, Eintritt kostet 14 Euro oder so. Ist natürlich ein bisschen doof für eine Achterbahn, ne? Schauen wir mal. Naja. Und noch so ein Grauzone-Count steht hier auch noch. Hier ist noch so ein Zahnkett-Hochziehturm. Hier ist so eine Indoor-Spieler. Gucken wir uns auf jeden Fall auch an. Hier wird gerade das Tor aufgemacht für den Bereich hier mit der Burg. Die Achterbahn heißt tatsächlich nur Achterbahn. Burg Arkan ist das. So heißt der Bereich hier. 16 Euro kostet tatsächlich pro Person. Ja, 14 für Kinder. Genau. Oder Senioren. Gucken jetzt mal, dass das Ding auch gleich aufhat. Das ist das gleiche wie im Billy Bird, da war ich auch schon, steht ja auch ein Tube Coaster von ABC Rides. Dass du nämlich alles hochlaufen musst und nicht mit dem Lift hochfahren kannst. Und hier sind auch irgendwie überall so Spielgeräte mitten in der Queue. Ist aber Gott sei Dank jetzt nicht so viel los. Da habe ich schon Horror-Stories hier gehört. Und weil das Ding halt auch eine grauenhafte Kapazität hat. Ja, naja, schauen wir mal. Fazit zur Achterbahn in der Burg Ark. Ich fand's ganz witzig. Oder so. Ja, ich fand's ganz witzig. Ja. Aber 2 Erwachsene in einem Waggon ist eng, sagen wir es so. Wir haben es ausprobiert. Ja, es geht, aber es war jetzt nicht so angenehm. Optisch wunderschön. Sieht richtig geil aus. Fahrt ist ganz okay. Der Hügel da ist ganz lustig. Gibt sogar gleich einen Ansatz von Airtime. Die Queue ist halt ein bisschen Quatsch mit den ganzen Spielgeräten da. Also wenn ich überlege, dass da voll ist. Kapazität hat das Ding auch nicht. Wir standen jetzt oben, es war nicht so viel los, haben trotzdem 20 Minuten gewartet. Naja, aber Fahrt ist ganz in Ordnung. Ja, kann man machen. Aber ich durfte kein Onroad machen tatsächlich. Naja, jetzt suchen wir mal die Grauzone. Mal schauen, ich habe gehört, die steht irgendwo im Wald. Das Count-Leben ist toll, oder? Ja, total. Ja. Mitten im Wald, so ein komisches Teller-Ding, wo wir uns gleich dreimal draufsetzen müssen. Oh, der Junge im Eintracht-Trikot. Schauen wir mal. Hallo. Oh Gott. Eieiei. Aber ich habe nicht das ganze Layout vollzogen. Und? Toll? Baumel, Baumel. Lars. Nein, ich habe Jana verloren. Wo kann sie nur sein? Pony reiten, ach. War ja auch irgendwie klar, ne? Weißt du was? Ich habe auch einen Pferdeschwanz. No, God! No, God, please, no! 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 So, das war's. Wir haben 2 Counts jetzt hier geholt, die beiden. Super riesen Resort. Du kennst ja sowieso Penn. Du hast hier noch eine riesen Spielehalle für die Kinder. Du kannst Jet, Wasserski fahren. Was kannst du noch alles? Minigolf. Generell das Spaßbad. Ja, Outdoor und Indoor. Gibt's beides. Voll geil. Minigolf. Ja, so gerade gesagt. Echt? Ja. Aber sonst halt auch ein bisschen ranzig alles, ne? Ist halt ganz komisch, weil du dann wieder sowas hier hast. Was? Lichter. Genau, das Scooter ist da drin. Ja. Sonst halt ranzig und siehst du halt wieder so ein geiles Ding. Also, bisschen komisch alles. Naja, aber sofern dann kein Account ist, müssen wir auch nicht nochmal hin. Aber ich glaube, für Kinder halt super hier, weil du da so viel machen kannst. Ist schon was Krasses. Naja, dann mal weiter. So, wir sind da. Der Park ist anscheinend zweigeteilt durch die Straße. Interessant. Und voll. Also Parkplätze alle voll. Sind jetzt hier ganz hinten. Schauen wir mal. Und natürlich haben wir wie in jedem kleineren Park das komplette Sunkit-Programm hier. Inklusive Butterfly. Aber in anderen Farben mal. Der Butterfly ist in grün mit einer Sonnenblume. Ach so.
ist nicht gelb wie sonst. Und da gehen wir jetzt rüber. Ein relativ besonderer Flatride steht hier auch, beziehungsweise zwei. Das ist ein Huss Airboat, den sind wir schon im Bayernpark tatsächlich gefahren. War ja ganz nett eigentlich, kann man machen, aber stimmt auch ein bisschen mehr aus. Sieht aber, ach, die sind wahrscheinlich weg für Betrieb. Genau wie der Eiertanz vorne von Technical Park, sieht auch ganz lustig tatsächlich aus. Und hier, schön gestaltet, im Blumenlook mit Wiese und so. Wir lieben Butterflies. Total. Yay. Yeah. Oh, jetzt mal andersrum. Manchmal sitzen wir immer anders. Ja. Und wieder mitten im Baum. Aber der sieht sehr schön aus mit den Blumenmunden und so. Ich mag das unten immer noch nicht. Fährt tatsächlich zu. Da sind jetzt die Sesschnicker. Und wie war Schmetterling? Heißt der Schmetterling? Der heißt Schmetterling. Oh, da ist man nicht Butterfly, krass. War schön gestaltet. Aber ich mag immer noch keine Butterflies unten im Tal. Das klappt irgendwie so. So, und jetzt zeigen wir euch mal noch eine andere Achterbahn. Wenn ich ernst bin. Ah, Leute. Ich glaube, das wird nichts. 40 Kilo bin ich, glaube ich, ein bisschen drüber, oder? Also wenn du jetzt bei 50 wärst, dann würde ich sagen, kannst du es versuchen noch. Ja, aber, na. Und ist, glaube ich, auch ein bisschen eng da drin. Vorne ist der Force 2. Links, rechts, ja, keine Ahnung. Hier ist noch eine Traktorfahrt, auch immer. Was man überall sieht. Hin noch so ein Bienchenflug, Hochseeturm, Teppichrutsche. Okay. Und hinten steht jetzt noch eine Bahn von Zira. Ein Force 2. Also, kriegst du überall. Dann stellen wir uns mal an, würde ich sagen. Und dieses Drachenfrontcar, das kennt man ja auch erst recht, ne? Schlossturm allein schon. Muss ich euch jetzt wirklich noch was zu einem Zira Force 2 sagen? Also, kennst du einen, kennst du alle. Es ist wie mit einem Butterfly. Es ist auch kein Unterschied bei den anderen, außer vielleicht optisch ein bisschen. Hier haben wir einen ABC Ride, das ist glaube ich Freefallturm. Ähnlich wie Knall und Fall, aber oh mein Gott, scheiße. Aber ohne das Tilten. Jetzt machen wir Lost World und stellen uns erstmal an. Habe ich ja noch Zeit, euch zu erklären, was das überhaupt ist. Das ist ein von Vigant ein Coaster Kart. Kannst du mittlerweile bei den Bestellen mit selber ein Gas geben oder auch ohne, weil die Bobcat-Bahn selber wird nicht mehr von denen gebaut tatsächlich. Die drängen sich einfach alle vor. Ein Schaden oder was? Und es ist so ein bisschen so eine Alpine-Coaster-Schiene, aber halt trotzdem powered. Genau. Und durch den Tunnel. Oh, durch das Skelett durch. Oh Gott, oh Gott. Wir auch hier Lost World gefahren. Cooles Ding, also sehr innovatives Konzept. Vier Dinger gibt es davon mittlerweile. Einen in Deutschland, einen in den USA, einer in Thailand und einen in Wales. So, und der hier kam 22, willst du auch das Bild sehen?
Okay, anscheinend nicht. So, das On-Ride-Foto. Ja, wollte ich dir zeigen. So, sieht optisch voll geil aus. Ich finde ja auch Dinos echt cool. Immer. Richtig nice Ding. Ist auch schneller, als ich gedacht hätte. Macht sogar auch Spaß. Das hätte ich jetzt so. Weißt du, macht sogar Spaß. Oh. Jetzt haben wir Full Count, weil Kiddy Racer, das ist ja, glaube ich, nichts. Ne? So, wie gesagt, ist ja auch der Park zweigeteilt durch die Straße. Und, über irgendwelche Rampen geht es einmal hier rüber. Und da haben wir diese große Reifen-Rundbootrutsche, die einfach so einen kleinen Drop da unten hat. Da bin ich sehr gespannt drauf. Miana sieht sie da nicht so. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir gucken mal. Und hier unten, da ist auch noch der Dark Ride Tiki Tahiti Adventure, glaube ich, von Metallbau MN. Was rede ich? Von Aufwind. Ich glaube, die hier wird von Metallbau MN sein, kann ich mir vorstellen, weil da unten auch die Ansage läuft mit bitte legen Sie das Förderbewand wieder zurück und verlassen die Bahn oder so. So, dann schauen wir mal. Miana ist da und wartet jetzt da unten. Ich gehe jetzt mal hier hoch und dann machen wir mal. Und da unten haben wir irgendwas geparkt. Irgendwo da. Um Gottes Willen. Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow! So, diese Reifenrutsche war krank. Ich habe das On-Ride gesehen und auch. Oh, da sieft's, würde Leon jetzt sagen. War krank. On-Ride, Off-Ride habt ihr ja bekommen. Off-Ride ja auch von Miana. Der Drop unten, der hier. Also, ich bin da ja so rüber geknallt. Noch ein bisschen nass geworden, tatsächlich. Von der Seite. Ist lustig. Und halt auch im inneren Part siehst du gar nichts. Alles dunkel. Du drehst dich und ich bin auch irgendwie rückwärts dann runtergefahren. Naja, war lustig. Ne? Ja. Hat bis gar nicht gefahren. Genau. So, Tiki Tahiti Adventure. So eine Art Dark Ride mit Flying Theater. So ein bisschen habe ich gehört, das System von Harry Potter natürlich jetzt ein bisschen runterskaliert. Ein bisschen billiger. Aber auch, dass man auf so einem Arm sitzt, weiß ich. Und da hört es auch schon auf. Keine Ahnung. Und es wird auch von der Aufwind Group, die jetzt ja auch ein bisschen im Trend aktuell sind. Naja, schauen wir mal. Ah, ihr seid ja schon da. Ah, endlich. Schön, euch heute hier auf Tahiti begrüßen zu dürfen. Riecht alles. Ende. Die muss es rein. Die Teile, die Hallen, die Schatzkonstruktion. Hier geht es in Sekunden schneller nach Sachbrechen in der Oberschaft. Und wir zunächst mal nach allem Tschüss nach dem Tiefwald der Tunnel eingehen. Hier auf mich lang. Dort ist es dann nur noch ein kleiner Fußmarsch bis zum Tempel der Titis. Aber ein kleiner Wissen nicht euch eingebaut. In meiner Zeit als Wissenschaftler habe ich eine Maschine entwickelt, das mit Hilfe einer Teleportationseinheit uns in Sekunden schneller ins Schuh bringt. Der Flug läuft doch ganz gut.
sein. Meine Tschüss. Wie soll das gut weitergehen? Wow! Nichts wie hinterher. Ohne ihn finden wir den Schatz nämlich nicht. So, wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt Tiki Tahiti Adventure gefahren. Hammer. Für so einen kleinen Park mega, mega gut. Die Fahrt macht richtig Bock, auch mit diesem Fahrsystem ist was Neues. Richtig nice. Klar, bei Universal so halt viel hochgeständerter, viel krasser natürlich, glaube ich. Queue an sich sehr schön gestaltet, sehr, sehr schön. Aber es ist halt Quatsch, dass du halt in dem Bereich bis vorher, bevor halt die vier Leute mal reingelassen werden und da halt die Pre-Show siehst. Also siehst du die halt 10 Mal, bis du dann dran bist und jetzt halt 20, 30 Minuten gewartet. Weil die Kapazität halt auch völlig Quatsch ist. Also das ist halt echt nicht so nice, weil der Park ist eigentlich auch nicht so voll, vor allem die Rides halt nicht. Und da wartet man trotzdem halt länger. Und das Ende ist ein bisschen cringe, aber geht noch. Während der Fahrt auch noch Wind und Wasser und auch mit Lichtern und so gespielt. Du drehst dich auch ein bisschen rum. Sehr, sehr nice. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, das wäre viel ranziger tatsächlich. Aber auch so echt eine super Neuheit. Und in Niedersachsen hat ja dieses Jahr noch ein weiterer Dark Ride eröffnet im Heidepark da. Mal gucken, wie der ist. Vielleicht wird der ja auch noch bald getestet. Und dann, ich denke mal, es wird auch gemeinsam aufgemacht haben, so ein kleiner Wasserspielplatz hier. Und Aloha Swing, so eine Art Kettenkarussell, sag ich mal. Alles im Tiki-Look. Ja, wir müssen jetzt vor allem noch den Tierpark anschauen, weil den gibt es natürlich hier auch noch. Das Ding hier kennt man ja auch so aus dem Torvaland. Hier sehr schön wieder gestaltet in so einem Ziegel-Look als Storchennest. Aber leider keine Kois. Nee. Doch, da. Oh, da freut sich jemand. Findet man sehr gut auf den Bären. Aber wir sind jetzt im, auf den Bären. Auf den Gruppe. Bären, ja. Wir sind ja im Tierbereich. Eigentlich gibt es natürlich hier Mianas Lieblingstier. Jetzt in die Kommentare. Willkommen bei Wer wird Millionär. Was ist Mianas Lieblingstier? A. Waschbären. B. Rote Pandas. C. Otter. Oder D. Giraffen. Jetzt in die Kommentare. Auflösung kommt im nächsten Video. Okay. Aber wahrscheinlich sind die einmal rum, deswegen standen die vorhin hinten, die Leute.
Ach so, das war die Auflösung, Otter. Oh mein Gott. Das ist ein Kragenbär. Nandus und Julians. Toll, ne? Magst du die? Nee. Warum? Die da schnappen mit den Finger, die anderen spucken. Ach, die nicht. Guck. Guck der Haut ab. Ich hätte so witzig, wenn er jetzt in deine Richtung geschnappt hätte. Was auffällt, die meisten hier sind echt groß. Das ist jetzt hier für die Präriehunde. Und man kann ja sogar über so einen Tunnel hier in die Mitte reingehen. Das ist cool. Ja. Der Marabu, der Marabu, der... Hä? Who knows? Knows. Ich hoffe, es weiß jeder von euch, sonst habt ihr was verpasst. Guck, da ist der Marabu. Verrückter Vogel. Magst du die? Warum? Ich finde die gruselig. Hat sie erstmal einen Stock geklaut, der Affe da hinten. Ja, GoPro und so. Szenerieaufnahmen ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Moin. Du hast deinen Stock verloren, Kollege. Ja. Hol ihn dir. Und da kommt er. Oh, 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 oh. Hallo? Füße? Kuhne-Kuhne-Schweine. Hallo? Boah, der dicke Hauer, Alter. Na du? Ich hab ein bisschen Angst, dass wir versprungen sollen. Sind jetzt nicht viel über die Staffeln? Nee. Oh, da ist ein Kleiner drin. Guck mal, da liegt ein Kleiner zwischen da. Ist das bewegende? Ja. Das ist ein Kleiner. Ja, hier ist Wind. Oh, oh, oh. Ich sehe schon. Beim Löwengehege. Da liegen alle drei auf dem Truck da. Schon cool. Kommen wir nun zu einem von meinen Lieblingstieren. Also jetzt, ein Stein? Hä? Das ist doch gar kein Tier. Oh, da haben wir einmal den Rundweg gemacht. Gut, wir haben jetzt nicht alles gezeigt, weil man sieht, der Tierpark ist schon ganz groß, muss man sagen. So, wie war's? Das war unser Tag in Thüle. Schön. Highlight? Otter. Highlight an Attraktion? Otter. Postercard oder, Postercard ist nur der Typ. Lost World oder Tiki Tahiti Adventure? Weiß ich nicht. Beides gut. Okay. Ich fand's auch sehr cool tatsächlich. Überraschend cool, als ich gedacht habe. Ich hätte gedacht, das wäre alles ein bisschen ranziger hier, muss ich sagen. Und die zwei Sachen stechen halt wirklich hier raus und damit sieht man ja auch, dass die Zukunft schon ganz versprechend ist. Vielen, vielen Dank übrigens für die Einladung und die Bereitstellung der Tickets. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch einen Stopp auf unserer Liste für heute. Pack ich aber, glaube ich, noch mit das Video rein. Ne? Das ist ja nichts Großes. Ja. Wartet ab. Wir sind da, Landerlebnis Jansen. Miana ist topfit und motiviert. Müde? Auch hier vorne so ein Ortseingangsschild, voll cool mit Landerlebnis an der Westerstede. Voll lustig. Ja, steht ein Wacky Worm. Wirklich, also ich kann echt langsam keine Wacky Worms und Butterflies mehr sehen. Es ist wirklich... Und es ist, wie alle schon sagen, Karls mit Äpfeln. Denke ich mal. Sieht jetzt schon so aus. Ist kalt? Schönes T-Shirt, wem gehört denn das eigentlich? Achso, ja, da geht jetzt Schweine streicheln. Fette Sau, ey. Und da ist die Achterbahn, Wacky Worm. Ach, der Mitarbeiter macht auch gerade auf. Sehr gut. Lässt der Bauern einen fahren, fliegt das Vieh in hellen Scharen. What? Bro, what are you talking about, man? Also das hier ist aber ein bisschen Lost Place. Da liegt auch einfach so eine McDonalds-Rutsche. Ganz komisch. Wir fahren hier durchs Schafsgehege durch. Das ist bei Güven so krass. Die sind so leise. Man hört einfach gar nichts. Kein Lift natürlich, aber auch so. Alter. Nix. Thank you.
durch. Pass auf. So Laterals hier, ey. Wir werden dann nämlich die Bremse nicht aktiviert und wir knallen hier voll durch. Das war damals im Erlebnishof Dithmarschen genauso. Falls ihr euch da noch erinnert. In die Kommentare, wer seid da noch dabei ist. Das war der beste Wacky-Run, den wir gefahren sind. Ja. Weil die Dinger von Güven, die immer bauen, das war glaube ich schon der zweite, dritte nicht gefahren bin, die fahren sich immer echt gut und sind halt super leise. Und meine 100 war Kernan, meine 200 war Piraten im Joe Sommerland, meine 300 das Ding. Willi der Wurm. Super, oder? Also, ich auch ganz komisch, das Ding sieht auch so ehemals reisend aus, aber der ganze Park vorne so voll schön, so mit Bauernhof, Naturlook. Voll cool, aber das ist irgendwie dann ein bisschen seltsam. Naja, hier kommt auch noch eine dicke Erweiterungsfläche bald und die entsteht hier. 2 Hektar kommen da hinzu mit Wildwasserbahn, Freifallturm, Hühnerfarm und Abenteuerspielplatz und vielem mehr. Ich erwarte, Wildwasserbahn wird ein Lokflum von Intermin, so Chiapas-mäßig. Freifallturm wird so Highlander aus dem Hansapark, so ein großer Turm von Funtime. Ja, passt. So. Hühnerfarm gibt es dann auch ganz viele Hühner. Oh, oh, oh. Achterbahn gefahren. Mehr wollten wir jetzt aber auch nicht. Aber sieht schon ganz schön aus, bestimmt mit Kindern richtig cool. Und gerade dann unter der Reitungsfläche, die noch dann da hinten kommen wird, schon eine ganz... Pff. Alter, weil mal stehst du hier? Blöd gelaufen. Schon eine ganz nice Sache. Naja, das war unser Countstag im Norden. Schloss Dankern, Thüle und Jansen. Schreibt euren Favoriten hiervon in die Kommentare und wo ihr schon wart. Und... Faden verloren. Genau. Ja. 3 Parks in einem Video. Hier. Ganz lang. Ich weiß gar nicht, wie lang das Video jetzt geworden ist. Schauen wir mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder auch beim nächsten Tag unserer Tour wieder ein. Morgen stehen 2, 3 Sachen auf dem Programm. 3. Auch wieder 3 Parks auf dem Programm. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ich bin schon völlig. Schaltet dann ein. Bis dann und tschüss.